Haben Sie noch vielleicht eine, nennen wir es mal, verrückte Kabinenanekdote für uns? Irgendwas, wo Sie mitten in der Kabine waren, egal ob als Spieler oder dann in einer anderen Funktion, wo Sie dachten, was ist hier eigentlich gerade passiert? Ja, das ist mein letztes Spiel beim VfB Stuttgart, also mein letztes Spiel als Profi beim VfB am letzten Spieltag gegen Werder Bremen. Trainer war Ralf Rangnick, der hatte mal eine riesen Idee dann gehabt. Der hat einen Böller unter den Tisch geschmissen. Ich bin gerade zu dem Tisch gegangen und Franz Wohlfahrt, der Torwart damals, der zieht mich noch weg, weil er es gesehen hat, dass da ein Böller unter dem Tisch war vorm Spiel. Also er wollte uns aufwecken. Es war ein wichtiges Spiel, es ging noch um den Klassenerhalt und den haben wir auch geschafft. Ich kann nur sagen, ich bin da verabschiedet worden ja vom Spiel, weil ich dann nach Dortmund gegangen bin. Ich habe nichts mitbekommen. Meine Ohren, die waren total zu. Aber wenigstens habe ich noch das 1-0 gemacht in der 10. Minute. Und da haben wir auch 1-0 gewonnen. Das habe ich hinbekommen. Aber ich habe dann, ich war taub. Ich war taub gefühlt für eine halbe Stunde. Es hat nur gepiept die ganze Zeit. Ne? Ja, ich kann deswegen immer Vorsicht bei Ralf Rangnick, wenn er die Leute wecken möchte. Kann sein, dass irgendwo ein Böller unter den Tisch ist. Okay, vielleicht gäbe es den einen oder anderen Verein heutzutage, wo das eine gute Nummer wäre, jemanden aufzuwecken, auch wenn das ein sehr radikales Mittel ist.